unter der Route. Caught behind the Venetian blinds. Entgegen unserer ursprünglichen Planung wählten wir den Rückweg von den Lofoten über die Fähre Lödingen-Bognes. So erlebten wir einen schönen Abschnitt der E6. Nach einer abwechslungsreichen Fahrt in traumhafter Landschaft erreichten wir einen netten kleinen Campingplatz in Straumen, direkt an einem tosenden Flüsschen. Trotz der Geräuschkulisse schliefen wir auch in dieser Nacht hervorragend.
Am nächsten Tag erreichten wir in der Nähe von Budel die FV-17. Diese Landschaftsroute wollten wir befahren. Bereits am Anfang wartete das erste Highlight. Nach dem Salztraumen verließen wir die FV-17 und steuerten Misfair an. Hier blieben wir auch für 2 Nächte. Eine sehr nette und zuvorkommende Platzwartin, die sehr gepflegten Anlagen und die tolle Umgebung machten unseren Aufenthalt dort sehr angenehm. Und ein fahrfreier Tag tat uns auch sehr gut.
über die sehr reizvolle 812 ging es zurück Richtung FV17. Es sollte noch ein sehr intensiver Tag werden. Gleich nach dem Solstraumen-Highlight erblickten wir eine Gruppe Elche am Waldrand. Leider gelang es verkehrsbedingt nicht, diese zu filmen. Diese Landschaftsstraße, die FV17, zeigte sich uns heute von ihrer schönsten Seite. Thank you.
Storvikska-Tunnel regnete es. Direkt darüber liegt der gleichnamige See und dessen Wasser sickert offenbar durch das Gestein. Unser geplantes Tagesziel, Camping Raipa, hatte geschlossen. Die NorCamp-App zeigte den nächst geplanten Campingplatz in nur 20 Kilometer Entfernung Luftlinie an. Die tatsächlich gefahrenen Kilometer waren allerdings ein Vielfaches von 20. Kennen wir ja mittlerweile nur zu gut. Oh, the good times just begun.
let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright.
nachdem in der Frühe bereits die Kong Harald auf südgehender Route an uns vorbeifuhr, erwartete uns kurz darauf ein weiteres Rendezvous mit der MS Nautilus, die auf nordgehender Route Örnes als nächsten Hafen ansteuerte. Wir waren und sind mit diesem Schiff emotional eng verbunden und würden auch wieder eine Reise mit ihr machen. Es war so schön und komfortabel. Aber die Freiheit, die wir bisher auf unserer jetzigen Reise machten, möchten wir auch nicht mehr missen, auch wenn wir uns hier selbst um alles kümmern müssen.